Joel Genazzi, es hat am Schluss noch gelangt für den 2 Punkte, aber es war sehr, sehr eng und ein hart umkämpftes Spiel. Ja, ich denke, es war ein gutes Auswärtsspiel für uns. Wir versuchen ein sehr einfaches Spiel jetzt mit dem Sorrow. Und, ich denke, wir haben uns den Sieg gekämpft, auch wenn wir ein bisschen Glück hatten. Aber so sind halt die engen Spiele. Am Schluss kommt es auf wenig raus. Und wir haben einfach alles gegeben, was wir gewinnen können. Und ein bisschen Revanche zeigen für die Niederlage, die wir zuhause hatten in der Verlängerung. Darum sind wir sehr froh, dass wir gewinnen können. Die sagen, einfacher spielen unter dem Yves Saro. Was heisst das? Was war vorher so viel komplizierter? Ja, ich denke, vorher haben wir wirklich auf Böck halten gespielt. Das heisst, wir haben nie versucht, den Böck wegzugeben. Wir haben immer versucht, zu halten. Und sind haben gesagt, zurückgegangen. Nicht immer gegen Führer. Jetzt gehen wir einfach gegen Führer, versuchen, den Böck Führer zu chippen. Und es sieht nicht so schön aus. Es ist nicht so. Es macht vielleicht ein bisschen weniger Spass zum Spielen, aber es ist effizient. Und ich denke, zurzeit brauchen wir das. Und es ist der richtige Weg.